von der YouTuber-Insel! Warte, wo steht da im Hintergrund? Was soll das? Hey! Was steht da? B-E-M. Banks steht da! Hey, das ist ein Haus jetzt gebaut oder was? Was soll das? Leute, guck mal, stehe ich hier die ganze Zeit im Schatten, Mann! Das geht nicht, das muss ich melden gehen! Sofort weg hier mit dem Haus! Zack! Oh, Leute, das ist, glaube ich, echtes Feuer, oder? Hey, warte mal, ich glaube, das kann hier wegbrennen. Ich glaube, das dürfen wir eigentlich nicht riskieren. Ich glaube, da brennt jetzt weiter. Alles gut, Leute, okay. Aber das hier ist das Haus von Max. Oh, das ist ja komplett öffentlich geworden. Was soll das? Warum ist das hier direkt von meinem? Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so viel wegnimmt, Leute. Jetzt stehe ich hier echt durch in den Schatten. Seht ihr das? Das ist gar nicht cool. Dr. Benson, du wirst doch sehen, was du davon hast. Ich will ja einfach mein Haus im Schatten stehen lassen. Aber Leute, damit willkommen zu einer Folge von der YouTuber-Insel. Ihr wisst ja, was hier aktuell auf, passiert auf der YouTuber-Insel. Wir haben, ich versuche es aktuell, hier mit der YouTuberin hier mehr in Kontakt zu kommen, Leute. Und es ist wirklich nicht so einfach. Ich muss wirklich noch richtig viel Mühe geben, Leute. Es ist richtig schwer, Mann. Und ich glaube, für heute habe ich einen richtig guten Plan, Leute. Und zwar würde ich zur Alpha Clan Base, weil da haben wir, glaube ich, noch eine Menge Items, die wir vielleicht benutzen könnten. Und um uns hier vielleicht eine neue Idee zu überlegen, Flauschi zu beeindrucken oder so. Mal gucken, vielleicht fällt mir gleich was ein. Ich muss einfach schauen, was ich hier so in meinem Inventar noch so alles übrig habe. Ich habe auf jeden Fall auch richtig viele Kommentare von euch gelesen. Ihr habt geschrieben, einfach nicht mehr dasselbe, einfach ist jetzt anders. Nein, Leute. Ich bin immer noch Alpha-Stein. Ich bin immer noch dieselbe Person. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ihr seht jetzt einfach aktuell nur die glückliche Alpha-Stein-Seite. Versteht ihr, Leute? Ich will aktuell keinen Krieg mehr. Das bringt mir doch gar nichts. Wenn ich hier die ganze Zeit nur gegen die anderen kämpfe, verliere ich die ganze Zeit meine Items und so. Das bringt gar nichts, wirklich nichts, Leute. Deswegen. Das ist schon die Alpha-Clan-Base. Die wurde jetzt eh geleakt. Leute, jetzt ist es eh vorbei. Guck mal, würde ich jetzt hier direkt wieder mit Ärger anfangen auf die YouTuber-Insel. Ihr wisst, was sie machen werden. Die werden hier alles. Warte mal, steht hier? Was ist hier? RIP Alpha Stein? Wegen Frau? Wie was? Hä? Leute, hier war doch der Eingang zu Alpha Clan Base. Nein, was hier passiert, das meine ich, Leute. Wenn ich hier einmal Krieg anfange, dann machen die direkt alles kaputt. Und jetzt wissen die ja, wo die Base ist. Mann, ich wollte das doch nicht. Ich wollte diesmal wirklich niemandem was Böses. Warum wird mir jetzt schon wieder irgendwas angezeigt, Mann? Ach man, Leute. Ich esse hier schnell die Cookies auf. Ziehen wir meine Rüstung an und dann schauen wir uns das hier an. Was ist hier passiert? So, warte mal, soll ich das ganz abbauen, Leute? Ich würde sagen, ich lasse es erstmal stehen, weil ich glaube, hier ging es nach unten zur Base. Okay, da unten sieht es noch okay aus, oder? Oh nein, Leute, was ist da passiert? Ich hoffe, da ist jetzt nicht richtig viel kaputt gegangen. Lass doch mal jetzt vorsichtig runter, Leute. So, meine Vögel funktionieren noch. Wo sind meine anderen Vögel eigentlich? Ey, die wurden mir geklaut. Ich hatte noch welche. Keine Ahnung, Leute, egal. Die werde ich mir wiederholen. Aber, wow, das war ganz knapp. Die Base sieht aber ganz normal aus, oder? Wurde hier vielleicht was geklaut? Sieht jetzt, glaube ich, nicht so aus. Ich könnte mal Bücher mitnehmen oder die Chestplate hier. Vielleicht wird das Flauschchen gefallen. Ich brauche eigentlich noch ein neues Bett, Leute. Und letztes Mal bin ich hier nicht aufgewacht, Leute, wo ich draufgegangen bin. Das war gar nicht gut. Ich crafte mir auch dann gleich sofort ein neues Bett für mein neues Haus. Weil hier werde ich, glaube ich, aktuell eh nicht viel leben. Oder viele Sachen machen. Und hier ist die Loot auch nicht. Das heißt, sie wurde mir echt geklaut. Ach, Mann, ey. Und hier sieht auch noch alles relativ normal aus. Okay, nur am Eingang war da hier irgendwie voll viel platziert. Aber sonst ist, glaube ich, alles gut. Oh nein, Leute, was passiert hier? Oh, ich stürze ab. Oh, nein, Leute, meine Items. Nein. Oh nein, Leute, oh nein, Leute. Die Loot ist so knapp vor der Lava. Nein. Leute, was habe ich verloren? Die Rüstung habe ich noch. Nein, ich habe, glaube ich, Cookies verloren. Nein. Und wo ist meine Silk-Touch-Spitzhacke? Oh, oh, nein. Ich glaube, die ist jetzt weg. Egal, Leute, wir schaffen es schon irgendwie wieder neu zu kriegen. Die war hier fast kaputt. Mann, ich wollte in die Kiste reingucken. Und wissen, was da noch drin ist. Aber egal, Leute, das war jetzt gerade viel zu riskant. Das mache ich nicht nochmal. Ist einfach nur lieber vorsichtig raus. Ach. Na toll, da oben sind noch Schilder von mir, aber die brauche ich eh nicht mehr. Aber die Spitzhacke ist wirklich weg, okay, oder? Ja, die Spitzhacke ist weg. So, dann lass sie erstmal wieder raus, Leute. Habt ihr vielleicht eine Vermutung, wie das hier war? Könnte das Russik gewesen sein? Weil das in letzter Zeit voll wütend auf mich. Ich verstehe nicht, wieso. Ich habe doch Russik gar nichts Böses angetan, Leute. Habe ich den angegriffen? Nein. Habe ich ihm irgendwas geklaut? Auch nicht. Wieso ist er dann die ganze Zeit so wütend auf mich, Leute? Kann mir das irgendjemand sagen? Egal, Leute. Ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal wieder zu Flauschy Town. Let's go, Leute. Und hier könnte ich noch eigentlich ein paar Möbel mitnehmen, oder? Weil das hier eh gesprengt. Das brauchen die hier nicht mehr. Dann nehmen wir noch schön pinke Möbel mit. Leute, ihr dürft das bei niemandem kommentieren. Ich glaube, ich darf die nicht einfach abbauen. Vertraut mir, Leute. Alles gut. Ich brauche die pinken Möbel, weil dann wird das Flauschi mehr gefallen. Weil die mag doch pinke Farbe. So, wo können wir die hinplatzieren? Und ich kann schon mal das neue Bett craften. Wo packen wir das Bett hin, Leute? Wo ist am bequemsten? Ich glaube, hier. Ich habe, glaube ich, auch eine nice Aussicht. Doch, doch, hier ist perfekt. Hier vielleicht noch ein paar Stühle. Das sieht jetzt voll random aus. Was war das so ein Wartebereich? Okay. So, aber wartet mal, Leute. Ich habe gerade in der Kiste gesehen. Warum habe ich hier zwei Bücher? Hä? In einem Buch war doch die Nummer von Flauschi. Warte, war die hier? Hä? Und was steht denn hier? Hallo, Alpha.
Ich fand dich so lustig bei der Übernachtungsparty, aber ich konnte es dir nicht persönlich ins Gesicht sagen. Deswegen habe ich etwas Tolles für dich vorbereitet. Komm zu den Koordinaten -2400, -2400. Hä? Und was das heute, was hast du denn jetzt? Hört man, dass hier geschrieben ist, das von Flauschi, Leute? Halt's up! Ich glaube, wir gehen in die nächste Runde, Leute, da ist ein Herz! Oh, was bedeutet das, Leute? Oh nein! Jetzt bin ich ja richtig aufgeregt! Oh, Leute, was mache ich jetzt? Habe ich Cookies dabei? Ich muss, glaube ich, noch neue Cookies craften, Leute. Oh, es wird, glaube ich, richtig abgehen. Oh, jetzt bin ich ja richtig gespannt, Leute. Das war jetzt echt eine richtig krasse Nachricht. Würde ich sagen, mache ich mich auch sofort auf den Weg, Leute. So, wie viele Raketen habe ich hier noch? Die nehme ich auch mit. Wir müssen da wirklich sicher ankommen, Leute, weil das ist, glaube ich, sehr weit weg. So, ich nehme den Fisch nämlich nicht mit, der stinkt. Vielleicht ein bisschen TNT, wer weiß, für so eine Feuerwerk. So ein schönes Feuerwerk könnten wir vielleicht machen, überlege ich mir. Okay, Leute, let's go, oder? Oha, lass jetzt hinfliegen, -2400 ist das. Warte, welche Richtung ist das? Hier nicht. Und soll ich einfach so direkt schon losfliegen? Ich bin doch gar nicht vorbereitet, oder? Und was ist hier das, Flauschi? Wir sind noch nicht da, Leute. Das ist hier bei Flauschi Town. Als ob eine Riesenstatue von ihr. Darf ich hier ein bisschen Stein hinmachen, Leute? Ihr dürft das niemandem weitersagen. Ganz wichtig. Da seht ihr es, Leute. Ich bin an ihrer Schulter. Ganz wichtig. Also immer, wenn ihr jemanden braucht. Hier, ihr seht es, Leute. Nehmt ihren Stein. Okay, let's go. Wir müssen weiterfliegen, Leute. Was wird da passieren, frage ich mich, Leute. So. Wir sind schon bei -1000. Oh, das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, wir fliegen sogar in Paulberger Hills vorbei. Leute, ich frage mich gerade einfach nur, was hat dieses Herz bedeutet? Was bedeutet das Herz, Mann? Hat Flauschi jetzt schon mehr Gefühle für uns? Denkt ihr, da wird jetzt mehr passieren? Wird da ins Buch hier reingeschrieben, dass sie mich lustig fand? Aber was soll das Herz am Ende? Mag die mich vielleicht auch, Leute? Oder ist das nicht richtig nice, wenn die mich mag? Weil immer kommentiert, Leute, dass Candy Flauschi gehört. Aber Leute, ihr müsst wissen, Flauschi hat, kann das alles selber entscheiden. Wenn sie mich mehr mag, dann ist es halt so. Oder wenn sie Candy mehr mag, dann ist es auch so. Dann kann ich auch nichts dagegen machen. Aber ich weiß es ja noch nicht. Die hat mir ja noch nichts gesagt. Deswegen muss ich es herausfinden. Und deswegen fliegen wir da jetzt auch hin. Denkt ihr, Candy hat auch so eine tolle Überraschung bekommen, wo du richtig weit fliegen musst? Wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich hier gerade ein richtig gutes Gefühl. Und ich hoffe, ich bin dafür wirklich richtig gut vorbereitet. Aber ich denke schon, wir sollten es schaffen. So, Leute, nur noch 1000 Blöcke, dann sind wir da. Hier ist ein Villager-Dorf. Egal, Leute, für das Dorf im Hintergrund habe ich keine Zeit. Ich muss da sofort hin. Ich glaube, wir kommen gleich nämlich an. Da, meine Flügel gehen euch kaputt. Nein, Leute. Bitte, ich dachte, ich habe Stürzen. Leute, die sind fast kaputt. Ich bin doch fast schon da. Bitte, bitte, bitte. Beeil dich, Flügel. Komm schon, mach schneller. Ja, wir sind da. Was ist denn hier, Leute? Wow, und die Flügel sind kaputt. Okay, ich kann nicht mehr zurückfliegen, Leute. Wir haben ein Problem. Aber schaut euch das an, Leute. Das ist einfach ein Lava-Herz. Leute, hat die das für mich gebaut, oder was? Hier ist noch ein Haus, was aussieht wie ein Herz. Oha, Leute. Hallo, Flauschi. Ist irgendwo hier, Leute? Was ist hier los, Leute? Oh, das sieht ja richtig schön aus. Wirklich jetzt. Hier wird, glaube ich, noch was hingebaut, Leute. Weil ich glaube, hier werden die Bäume weggehackt, damit hier mehr Fläche ist. Ich kann dann schon mal helfen, damit hier, damit wir schon mal das nächste hinbauen können. Ich weiß ja nicht, was die vorhat. Ich mache schon mal mehr Platz. Oh, Leute, es wird echt was Neues. Was wird das? Da ist noch ein rotes Herz. Wie schön sieht das denn aus? So, ich helfe ihm mal wirklich. Ich baue das hier alles ab. Zack, zack. Ganz gut. Aber wo ist jetzt Flauschi, Leute? Ich muss mal nachgucken gehen. Ist sie schon hier oder kommt die gleich nach? Warte mal, Leute, warum steht ein anderer Name? Hey, der Name ist falsch. Das ist Candy. Die Candy, das kann gar nicht sein, Leute. Oh, warte, hier haben wir eine Ender-Chest. Da haben wir schon eine Lytra. Und was sind hier für Items? Was ist hier passiert? Guck mal, Leute, ich glaube, das sind Liebespfeile. Pack die Sachen mal hier in eine Kiste rein, Leute. So. Ich habe gesehen, hier ist doch eine Blume. Die könnte ich gleich Flauschi schenken. Warum stand da gerade Candys Name? Du wurdest jetzt doch auch nicht eingeladen, oder? Hier ist noch eine Kiste. Warum ist hier ein Fisch? Mag Flauschi also doch Fischgerüche, Leute? Das müssen wir doch herausfinden. Leute, alle meine Lytren sind, glaube ich, kaputt. Oh, ich werde ja heute auch nicht mehr zurückkommen. Flauschi, wo bist du? Wir müssen reden. Die kommt gleich bestimmt. Flauschi, hallo. Hallo, Flauschi, wo bist du denn? Hey, Leute, wo ist sie denn jetzt hier? Ich verstehe es nicht. Ist vielleicht in dem Gebäude hier drin, Leute? Ist da schon drin? Warte, ich gehe mir das mal anschauen, Leute. Hä? Warte mal, da ist irgendeine Nachricht, Leute. Was steht da? Wir müssen das lesen. Was hat uns das Flauschi geschrieben? Konnte die nicht, oder was? Nein. Wieso ist sie nicht persönlich? Ja, Leute, lass das mal lesen. Hey, Alpha. Ich konnte leider nicht ganz fertig werden. Aber ich hoffe, es gefällt dir bis jetzt trotzdem. Lass das Ganze verschieben. Ich werde mich bei dir melden. Oh, Leute, guck mal, da ist wieder das Herz. Oh, Leute, das wird, glaube ich, richtig ernst. Was ist das hier für ein Raum?
Leute, hier könnte man Kaffee trinken und die Aussicht aufs Herz genießen. Guck mal, Leute, ist echt noch nicht fertig geworden. Hier ist echt viel kaputt noch. Das ist hier einfach alles offen. Das muss wirklich zugebaut werden, Leute. Haben wir vielleicht die Blöcke hier am Start? Kann ich vielleicht helfen? Irgendwas? Ich glaube, das hier ist schon echt aufwendig, was sie hier bauen will. Oha, Leute. Extra nur für mich hier. Und hier mit dem Namen hat die sich, glaube ich, nur vertan, Leute. Da bin ich mir sicher. Ich schreibe jetzt einfach Alphastein drauf. Alphastein. So, jetzt ist es richtig, Leute. Let's go. Und jetzt? Warte mal, wie komme ich eigentlich zurück jetzt? Nein, jetzt bin ich hier gefangen, Leute. Meine Lüte ist auch kaputt. Wir haben ein Problem, Leute. Die wird auch lange nicht reichen. Was machen wir jetzt, Leute? Wir sind hier einfach gefangen. Nein! Und wie findet ihr es eigentlich, dass jetzt einfach Flauschi nicht erschienen ist? Jetzt bin ich hier extra umsonst hingeflogen. War das hier ein bisschen nicht zu weit, Leute? Ist das okay? Soll ich mir Gedanken machen? Nee, ich glaube, jetzt habe ich einfach wirklich nicht geschafft, fertig zu bauen. Ist verständlich, Leute. Das ist hier richtig aufwendig. Ist okay. Warte, ich hätte eine Idee hier, wo ich jetzt die Level holen gehen könnte. Für die Lytra hier. Und zwar im nächsten. Wir gehen einfach kurz leveln. Oh, ich kann gar nicht damit fliegen. Hallo, will hier irgendjemand kämpfen? Da vorne haben wir Level, let's go. Lass sofort in die Hand nehmen. Muss schnell repariert werden. Weil letztes Mal kann ich hier, glaube ich, noch fliegen, Leute. Ich muss hier schnell nach Zombies suchen, die wir besiegen können. Hier sieht es, glaube ich, gut aus, Leute. Let's go. Wir brauchen ein paar Level. Oh, oh. Oh nein, Leute, ich muss den Golden verlassen. Ich habe viel zu viele Herzen verloren. Ist mir viel zu gefährlich. Ich bin stärker, als ich dachte. Leute! Oha, ich habe halbes. Nein! Leute, nein! Alle meine Items sind im nächsten. War das vielleicht alles eine Falle, Leute? Das darf doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Okay, Leute, ich hätte eine Idee. Was, wir haben die Lytra. Hier vorne haben wir noch diese Phantom-Dinge. Dann könnten wir die Lytra reparieren. Aber wie teuer ist das? Oh, Leute. Vier Level. Wir brauchen schnell vier Level. Leute, ich brauche schnell Level. Es tut mir leid, Kumpels, nicht hingucken. Gebt eure Level. Sofort jetzt. Es ist ein Notfall. Bitte schicken. Ihr müsst ihr vertrauen. So, Leute, ein Level haben wir schon mal. Let's go. Wir brauchen noch mehr. Komm schon. Eins können wir schon mal reparieren. Perfekt, Leute. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen fliegen. Aber wie komme ich hoch, Leute? Ich habe gar keine Raketen, oder? Oh, oh. Wir lösen das Problem, Leute. Wir lösen das. Oh nein. Heute läuft alles schief. Das war niemals ein Prank von Flauschi, oder? Das kannst du dir niemals tun, oder? Dass er mich da hinschickt. Obwohl, die kann ja nicht. Ich hat doch nicht kalkuliert, dass ich da irgendwo im nächsten drauf gehe, oder? Ja, Leute, ich bin mir sicher, das ist keine Falle. Das ist wirklich alles nur ein Versehen. Ich kann's verstehen. Wenn wir noch mehr Blöcke, let's go. Das ist hier wirklich gerade ein Notfall, Leute. Wie konnte das passieren? Jetzt muss ich mit der Elytra erstmal hier rüberfliegen. Ich fliege in die richtige Richtung hier. Ich brauche erstmal ganz viele Raketen. Wie will ich hier mit meinen Diamanten bei Evive kaufen gehen? Wenn ich da hochkomme. Nein, Leute, ich bin zu tief. Okay, gibt's, glaube ich, einen Weg zu Evives Shop. Perfekt. Leute, das sollte mein erstes Date werden hier und es läuft einfach alles schief. Wie kann das denn sein? Wirklich jetzt? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, Leute. Ich war vorbereitet. Okay, nicht ganz, habt ihr jetzt gesehen. Aber ich wollte einfach ganz schnell hingehen. Ich dachte, heute wäre es soweit. Nächstes Mal werde ich aber vorher nochmal anrufen, Leute. So, jetzt muss ich hier bezahlen. Zack. So, jetzt haben wir erstmal genug Raketen, Leute. Das ist nicht mal das Problem. Jetzt müssen wir erstmal darüber fliegen. Aber ich glaube, damit wird es nicht reichen. Deswegen brauche ich kurz ein paar Level, damit ich die komplett reparieren kann, Leute. Damit wir gleich darüber fliegen können. Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Niemals aufgeben. Oder? Meine Böckel baue ich hier kurz wieder ab. Ich weiß, wo wir Level holen können, weil hier haben wir auch einen direkten Amboss. Leute, denkt ihr, wir können das schaffen? Denkt ihr, wir können das schaffen? Ich glaube schon. Komm schon, ich darf jetzt nicht wieder drauf gehen. Komm schon, bitte. Und zwar kam hier unten eine Hülle, Leute. Hier können wir ganz gut leveln gehen. Let's go. Ich hoffe, ich überlebe das aber. Ich habe nicht mal Rüstung dabei. Haut rein. Wir sollten das schaffen, Leute. Niemals aufgeben. Nein, ich schaffe das nicht. Schnell wieder hoch. Ah! Schnell in die Base wieder rein. Wir holen Rüstung, Leute. Let's go. Hehehe, oh nein. Hier habe ich noch eine Goldschuhe. Okay. Ein bisschen Karottis. So. Ich habe noch Eisen. Hier mache ich schnell eine Eisenhose. So. Oh nein, Leute, hättet ihr gedacht, dass die Folge so schief gehen kann? Ich nicht. Oh, hier, ich hatte Dia-Hose. Och, Mann. Okay, die Eisenhose wieder rein. So, wir haben noch eh genug Dias, Leute. Wir haben so viele Dia-Blöcke. Ich mach einfach noch einen Dia-Helm. Die Dia-Hose mit. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, Leute. Es wird ernst. Sonst können wir gleich alle meine Items verlieren. So, jetzt aber sind wir sicher hier unten. Au! Leute? Nein. Mayday. Es läuft, glaube ich, wieder schief. Kein Problem, Leute. Hier ist der Minecraft-Profi. Ich weiß, wo ich hier draufgegangen bin. Leute, ich sag's euch. Am Ende war es alles eine Falle von Candy. 100%. Gib mir meine Items wieder. So, hört's aber, Leute. Ich muss schnell in Sicherheit laufen. Schnell die ganze Rüstung wieder anziehen. Das ist so gefährlich hier. Ich hab gedacht, wir schaffen das hier locker. So, da haben wir drei Level, Leute. Jetzt sollten wir die ganze Rüstung wieder, die Elytra reparieren können. Let's go, Leute. Lass sie wieder hoch. Und da kommt schon das nächste Skelett. Bitte auf. Okay, Leute. Wir haben jetzt genug Level. Jetzt einfach schnell wieder in die Base rein. So, ich will keine Probleme mehr. Zack. Jetzt ist hier unsere Lytra erstmal komplett safe. So, da haben wir die. Und nein, das reicht nicht mal komplett. Um die komplett voll zu machen, Leute. Schade. Aber das sollte eindeutig reichen, um wieder schnell zu Flauschi Town dahin zu fliegen. Zu diesen gebauten Dingern da. Oh Mann, das muss ich hier später auf jeden Fall wieder alles abbauen, Leute. Jetzt ist hier alles im Weg. Aber Leute, ich hoffe so sehr, dass die Items jetzt nicht despawned sind. Nein.
Guck, was ich alles für die Liebe tue, Leute. Doch, falls du das Video siehst, ich mein's ernst. Okay, Leute, das sind wir. Ich bin in. Let's go. Eigentlich freue ich mich gerade nicht hier zu sein, weil es heute auch eine Überraschung wäre. Egal, Leute, ich brauche drei Tipps. Oh nein. Denkt ihr, wir haben jetzt hier alles verloren, nur für die Liebe, Leute? Oh nein, bitte nicht. Ich hoffe, meine Items sind noch da, Leute. Ich weiß auch ungefähr, wo die sind. Ich weiß ungefähr, wo ich hingeflogen bin. Ich glaube, in die Richtung. Lass mal schnell suchen, Leute. Oh, oh. Und ja, Leute, tatsächlich hier. Hier sind meine Items. Let's go. Ich dachte, wir haben alles verloren. So, Leute, jetzt habe ich richtig viele Elytren drin. Was mache ich jetzt? Dierhelm, brauche ich den? Oh, Leute, ich glaube, hier sind immer noch Gegner. Wir müssen aufpassen. Cobblestone-Blöcke brauche ich nicht. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal die wichtigen Sachen. Was passiert denn hier heute in der Folge? Was ist hier alles passiert? So, da haben wir noch ein paar Sachen. Ein Schild, hatte ich überhaupt ein Schild? Das weiß ich gar nicht. Die nächste Reihe Hose, hier die nächste Reihe Schuhe. Hier Hose, soll ich die mitnehmen? Ich nehme die mal mit. Ich glaube, ich brauche die eh nicht. Die nächste Reihe Chestplate hatte ich fast vergessen. Okay, Leute, jetzt haben wir genug Elytra-Kraft. Bis dahin, damit sollten wir es nach Hause schaffen, meine ich. Nimm ich hier noch irgendwas mit? Ich leg mich auch nicht mal mit denen an, Leute. Das mache ich nie wieder. Ist das echt so gefährlich? Darf man nicht unterschätzen. Okay, lass lieber wieder zurück zum Portal. Ich habe die Koordinaten aufgeschrieben. Hier bleibe ich nicht mehr, Leute. Schnell weg hier. Und da sind wir wieder. Let's go. Schnell wieder raus hier. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt zurück zu Paul Berger Hinks. So, let's go, Leute. Ich hoffe, auf dem Weg geht echt die Lydra nicht kaputt. Ich will es noch nach Hause schaffen, bitte. Ich will ja nicht gefangen sein. Ich glaube, ich fliege auch in die richtige Richtung. Ja, Leute, wir müssen hier lang. Okay, Leute, dann muss ich mich jetzt auf jeden Fall noch vorbereiten gleich. Weil so kann ich nicht nochmal hier richtig weit fliegen, Leute. Nix, wir brauchen wieder richtig volle Elytre. Und dafür können wir jetzt nämlich schnell zu meiner Levelfarm gehen. Ah, Leute, seht ihr das? Wie schnell kaputt geht's. Ich sag's euch, Leute, wir stürzen gleich wieder ab. So, Leute, hier habe ich jetzt den Weg gefunden. Oh, oh. 28 Leben noch. 13 Leben nur noch. Nein, wir schaffen es nicht mal rüber, oder? Ich habe noch drei Lüten, Leute. Vielleicht reicht es mit allen zusammen. Okay, die erste ist kaputt. Nein, bitte. Mit Paul Berger Hilt. Das müssen wir noch schnell rüber. Oh. Ich glaube, mein Internet hat gerade ein bisschen Probleme, Leute. Deswegen werde ich gerade zurückteleportiert. Komm schon. Wir schaffen das, Leute. Wir sind gleich da. Oder der Server, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber okay, wir haben schon mal die Straße. Wir müssen jetzt eh nur noch langlaufen, falls es kaputt geht. Was gleich passiert. Und die nächste ist auch kaputt, Leute. Aber okay, wir sind da. Leute, habe ich was verpasst? War da nicht eben noch ein Herz? Warum ist das Herz jetzt kaputt, Leute? Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was hier passiert ist. Hier war wirklich ein Herz. Warte mal, hier steht Flauschi. Bitte geh auf ein Date mit mir. Mit Liebe, Candy. Warte, Candy hätte das gebaut und die hat das gesprengt. Ja, Leute, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, die freut sich auf unser Date. Deswegen hat die es jetzt zerstört. Oha, Leute, dann muss ich mich jetzt erst recht vorbereiten. Nein! Wie nice ist das denn, Leute? So, ja, spawn schnell. Oh, Leute, ich dachte, das wäre mein Internet. Aber ich sehe gerade, der YouTuber-Server hat hier gerade massiv Probleme. Seht ihr das? Okay, es geht wieder. Deswegen, Leute, mein Plan wäre jetzt gewesen, hier die Elytra wieder voll zu machen. Voll zu tanken. So, da habe ich auch mein Schwert noch. Mein nächstes Schwert. Ich habe das verloren. Und ihr seht, Leute, Fliegen funktioniert nicht irgendwie richtig. So, es geht. Okay, Leute, wir sind da. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ein hier angreifen, dann zwei Blöcke hochbauen. Let's go, Level überfahren. Beeilt euch! Wir müssen hier Flauschi krass beeindrucken. Das darf diesmal nichts schief gehen, Leute. Oh, Leute, seht ihr jetzt schon, da repariert sich schon die Elytra sehr nice. Oh, Leute, jetzt haben wir genug, das war richtig gefährlich, aber... Ihr seht, es ist jetzt komplett voll. Ich würde sagen, ich hau lieber noch ab, bevor wir mich jetzt hier fertig machen. Jetzt haben wir schon mal ein Problem weniger. Wir müssen uns noch weiter vorbereiten, Leute. Wir brauchen noch viel mehr Sachen. Können wir vielleicht irgendwo pinke Blöcke kriegen? Ich glaube, ich hätte eine Idee, Leute, was ich machen könnte. Oh, Leute, hier haben wir noch pinke Blöcke. Für Flauschi von Candy. Mit Candy haben wir eh Ärger. Dann nimm die Diamanthose, die kannst du behalten. Und den Apfel schenke ich dir auch. So, danke. Wir könnten vielleicht ein Schild bei Flauschi schreiben gehen. Ich mach das am besten direkt vor die Haustür, Leute, damit ihr das auch sofort seht, wenn ihr hier ankommt. Ich freue mich sehr. Mit Herz oder mit Smile, Leute? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir jetzt schon nur noch richtig machen, Leute. Ich freue mich sehr, Herz. Erstmal lieber nur Smiley. So, ich freue mich sehr, LG Alpha. Boah, Leute, könnt ihr es glauben? Wir haben es einfach so weit geschafft. Wie kann das sein? Ihr habt ja selber gesehen, was hier mit Candys Nachricht passiert ist. So, und jetzt wurde komplett weggesprengt. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier die Chance, Leute. Das hätte ich niemals gedacht. Aber okay, Leute. Ich kann hier vor meinem Eingang auch schon mal so ein Herz hinbauen, vielleicht. Oder kriegen wir das irgendwie hin? Komm schon. Sieht das aus wie ein Herz? Noch nicht. Uff, da fehlen noch zwei Blöcke. Hier fehlen noch zwei Blöcke. So, Leute, da haben wir jetzt auch ein Herz. Und wisst ihr, was wir mit dem anderen Herz machen? Hier bauen wir noch eins hin. Das muss genau dasselbe Herz sein. Ganz wichtig. Und da ist es jetzt fertig. Haben wir das nächste Herz. Okay, Leute, bin ich ja jetzt auf jeden Fall richtig krass auf die nächste Folge gespannt. Was wird hier passieren beim Date? Deswegen lasst jetzt ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Leute, ganz wichtig. Lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, tschüss.